Schnell, schnell. Du wieder? Vom Regen in die Traufe, würde ich sagen. Ha, ha, ha. Schade, schnell weg. Mhm, mhm, mhm. Ich will mir nicht ausmalen, wie lange die Tür hält. Frage ist, habe ich alles gelootet? Ja, dann schnell raus hier. Alter. Es ja, artet ja in Hektik aus hier. Was haben wir hier schon wieder? Rot ist immer schlecht. Ach, das ist der Fahrstuhl. Ich habe mein Geschäft erweitert. Komm, sieh dich um. Wie perfide bist du eigentlich? Du siehst, dass ich hier um mein Leben kämpfe und hast nichts anderes zu tun, als mir Scheiße zu überteuerten Preisen zu verkaufen. Dafür müsste man dich direkt einen Kopf kürzer machen. Wie wär's? Wie wär's, wenn ich dich umlege und einfach dein ganzes Zeug nehme? Für ein Nervbold, ey. Wir geben erstmal das in Zahlung. Meine Objekte. Mal sehen, was du auf deiner Reise so alles findest. Als ob ich hier jemals irgendwas zum Kombinieren finde. Entweder habe ich das schon mal damals verklingelt, weil ich total dumm bin. Stets zu Dienst. Oder ich weiß es nicht. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Natürlich, versteht sich. Magnum-Zubehör. Größere Trommel, ich habe nicht mal so viel Munition. Spezialzubehör für eine Flinte. Es ist alles so furchtbar teuer. Der Verkäufer ist ein Ungeheuer. Überlass das mir. Warum ist es eigentlich nur so teuer? Ich verstehe es nicht. Scheiße. Nochmal. Einfach unnormal. Beachte mich gar nicht. Frage ist, wie viel ist es wert, wenn es kombiniert ist und vor allen Dingen mit was? Würde reichen für ein weiteres Teil. Auf Wiedersehen. Blöder Wichser. Saft. Und ich bin schon gründlich beim Suchen. Wirklich, ich bin gründlich beim Suchen. Ich verstehe nicht, wo das ganze Zeug abgeblieben ist. Abbleibt abgeblieben, ist das eigentlich das Gleiche. So, hier war doch irgendwo eine Kiste, habe ich gesehen, genau.
Hätte vielleicht ein bisschen Munition nachkaufen sollen. Das wäre vielleicht ganz gut gewesen, da weniger knauserig zu sein. Geht's hier noch weiter? Nee. Okay. Für Miranda sind wir nicht mehr als Kinder. Nicht, dass sie sich um uns sorgt. Nein. In ihr ist kein Fünkchen Menschlichkeit. Ich muss sie vernichten. Du und deine Familie sind mir sowas von egal. Schwingt auch schon wieder einer eine Keule, oder? Man die ja nicht anders ausschalten kann. Das ist halt wirklich teures da fangen. Hier noch andere fleißige Goldgräbers. Schön der Schatten. Sagen, habe ich hier noch einen gehört? Dietrich. Cool, danke. Wenn ich sie von hinten meuchelmessern könnte, das wäre schon nice. Warum ist denn hier noch alles rot? Hä? Hey. The fuck? Wahrscheinlich ist hier die zweite Etage auch, wa? Kann ich mir vorstellen. Ich habe irgendwo noch was übersehen. Wenn man in diesem Spiel nicht in jede Ecke guckt, ne? Undankbar ohne Ende das Spiel. Kann halt überall liegen. Selbst ganz vorne. Aber hier war ich doch. Hinten war nichts mehr. Also nicht, dass ich was sehen würde, aber... Wahrscheinlich zählt das auch im ersten Stock auch noch. Oder hängt hier noch irgendwas an der Decke? Nö. Warte mal. Ich bin mir nicht sicher. Wir können es mal probieren. Immerhin lag da eine Rohrbombe. Ja, ich traue dem Spiel mal zu viel zu. Blöd. Ich hatte gedacht, das wäre ein Stolperdraht. Ha.
Bin zwar extra zur Leiter gelaufen, aber hier ist eine Rohrbombe fällig. Das hat sich definitiv gelohnt. So. Wieder so eine schöne Schalttafel, ja Mensch. Jetzt wäre es sexy, wenn ich Pistolenmunition finden würde, weil damit oder das auch, ja. Da will ich nicht mit der anderen Munition drauf schießen. Das wäre echt schon ein bisschen Verschwendung. Noch mehr? Jetzt mal ernsthaft. Ernsthaft? Ernsthaft? Ernsthaft, ernsthaft? Ohne Scheiß, wie soll ich denn das machen? Geh mal weg. Also mit dem Geschoss auf dem Rücken kommst du ja nicht durch die Tür. Er kommt durch die Tür, sagt er. Okay, okay, ich nehme die Leiter. Mal ernsthaft, ihr seid richtige nervige Kollegen. Also, es wäre halt wirklich interessant zu wissen, ob man die irgendwie ausknipsen kann. Nicht, dass ich hier 50.000 Schuss in die reinpumpe und umsonst. Ah. Ich müsste sie halt irgendwo an einem Punkt hier unten locken, dann könnte ich nach oben rennen. Er hat mich halt schon wieder gesehen. Ich probiere mal was. Wie man sieht, hat ihn das gar nicht bis wenig geschockt. Doch eine komische Art, eine Tür zu öffnen. Das ist ja mega belastend. Ich hasse so eine Wegrennen-Games, wo du nichts machen kannst. Ich meine, hier kannst du ja wirklich nichts machen. Was willst du denn da tun? Komm halt auch nicht an. Könnte ich? Nicht von hier? Natürlich nicht. Kommt er wieder da runtergestapft. Wir kennen wir schon, Kollege. Ich gehe wieder hoch und ihr haut ab.
komme ich an den vorbei? Also ich könnte mir vorstellen, also mit einer Mine, okay. Dann kann ich sie beide in die Knie zwingen. Kurz. Und dann kann ich hochlaufen. Aber die haben auch so eine scheiß Jetpacks. Ach. Mit der Snap auf den Reaktor. Ich habe seinen Reaktorkern schon mit der anderen Waffe schon ein paar Mal getroffen. Das ist halt das Problem. Ich weiß nicht, ob man ihn damit fällen kann. Könnte mit einer Rohrbombe ihn zu Fall bringen, aber ich glaube, ich nehme lieber... Rohrbombe könnte ich nochmal nehmen, um was zu sprengen. Nehme lieber, glaube ich, eine Mine. Alles klar. Ist er direkt in meiner Mine gelandet? Fragezeichen. Wait a minute. Jo! Das schon nicht stört, ne? Richtig belastend. Also ich glaube, man kann die nicht töten. Ja. Ich muss noch einmal auf dieses eine Ding schießen, ne? Was? Oh nein! Ich hab den die Magnum genommen! Alles klar. Oh, dieser Magnum-Schuss. Oh, das tut so weh in meinem Kopf. Ich wusste, es ist nicht gut, dass ich die Waffen umgelegt habe. Den kriege ich nie wieder. Oh. Oh. Oh Gott. Modellverbesserung Soldat Jet. Habe ein Jetpack und Kopfstabilisatoren an den Soldat, an das ein Soldatmodell angebracht. Mobilität deutlich verbessert. Experimente zeigen eingeschränkte Flugfähigkeiten, Langstreckenflüge nicht möglich, aber bereits erfolgreicher Flug durch zerklüftetes Gelände. Modellverbesserung Soldat Panzer. Den haben wir, glaube ich, noch nicht getroffen. Habe eine Schutzhülle aus Aluminiumlegierung an ein Soldatmodell angebracht, um Brustreaktor und freiliegendes Gewebe zu schützen. Experimente haben ergeben, dass er regulären Feuerwaffen standhalten kann. Also kann man die anderen scheinbar doch umlegen, oder was? Panzerung zu schwach gegen starke Einschläge. Weiterentwicklung nötig. Aber wie willst du denn die umlegen? Du kannst dann nur auf den Reaktor schießen. Und das hat ihn ja noch nicht wirklich beeindruckt, also keinen von denen. Nervig. Also ich hätte es versuchen können mit einer... mit der Magnum drauf zu schießen, aber gut. Jetzt so viel gebracht hätte, ich glaube es fast nicht. Ich meine, die Shotgun ist ja nur auch nicht sonderlich schwach, ne? Aber gestört hat ihn das jetzt auch nicht.